Hallo und herzlich willkommen zur dritten Aufnahme von Outlast. Ja, kurz zur zweiten Folge. Wer sie nicht gesehen hat, wir haben einmal mit so einem dicken Rindvieh Begegnung gemacht. Dann haben wir. Was war das denn noch? Ach ja, ich habe mein Bein ein wenig kaputtgeschlagen. Und. Keine Ahnung. Ich glaube, das war's schon. So, dann für diese Folge bitte nicht wundern, wenn ich mich nicht mehr so extremst erschrecke. Aber ich nehme die jetzt mittlerweile zum vierten Mal auf. Da ich leider ein wenig zu blöd war, die Einstellung richtig zu machen, mir eine neue Festplatte geholt habe. Und das Videoaufnahmeprogramm falsch eingestellt hatte. Nun gut, dann wollen wir mal, ne? Hier ist der. Wie lustig. Ja, hier ist der Security-Raum, ne? Die Toiletten hatten wir uns ja angeguckt. Dann wollen wir auch mal gleich reingehen. Zur Info, wir müssen jetzt hier an die Sicherheitskonsole und müssen das System starten, dass wir dann wieder rauskommen. Das heißt, vielleicht haben wir das Spiel ja auch gleich schon beendet. Batterien liegen hier nicht, ne? Nein. Und auf geht's. Wir kriegen Besuch. Nein! Warum tut er das? Starte den Generator im Keller neu. Wir bekommen Besuch. Schnell. Der kommt rein. Nein, das ist Specky. Becky? Nein. Gott sei Dank. So, Specky, geh wieder. Und Becky. Aber wir hören ihn noch im Hintergrund, das heißt, wir warten noch einen Augenblick. Jetzt alles ruhig, jetzt können wir gehen. Specky, wo bist du? Kamera an! Und das Leselicht an. So, jetzt muss ich mir gerade. Musste ich hier jetzt entlang? Nö. Hier ist doch gerade dieser Fregel vorhin reingelaufen, ne? Ah, hier ist nichts. Außer mal wieder eine Leiche und noch ein Dokument. So, dann spielen wir das mal gerade ein. Vorlesen tue ich es nicht. Und zack. Und weg. Dann könnt ihr jetzt auf Pause drücken, dann könnt ihr euch das dann kurz angucken. Batterie liegt hier leider nicht rum. Ja, offene Türen, ne? Gut, hier geht's nicht weiter. Die Tür war abgeschlossen. LOL. Wie kann man denn in so kurzer Zeit so viele Leichen hier hinschlägen? Köpfe, Füße, Hände. Da haben wir auch wieder den Tod mit dem Superman-Blick. So, weiter geht's. Lalala. Alles ganz stockfinster hier. Aber im Keller, da brennt das Licht. Könnt ihr euch das auch mal wieder
durchlesen. Und fertig. Gut, ne? So schnell geht das. So schnell geht das. Da liegt noch was. Da haben wir noch eine Batterie. Niemand. Keiner. Keiner ist da. Wechsel mal schnell die Batterie. Oh, schnell! Okay, keiner da. Da hat aber einer gerufen vorhin, das weiß ich. So, Tür bitte schließen. Bems. Oh. Schlechte Musik, schlechte Musik. Okay, dann. Was? Kommt da wer? Nö. Hat sich da was bewegt? Jo. Da kommt doch einer. Nö. Also für Specky nicht. Specky hat eine andere Stimme. Wir warten noch. Okay, ich glaube, wir können jetzt rausgehen. Da ist tatsächlich jemand. Aber der hat uns nicht gesehen. Scheiße. Ah, jetzt können wir die Tür nicht mal mehr zumachen. Nein! Nein, verflixte Dü... Oh, leg mich am Arsch! Wo muss ich lang? Oh. Der hat ja Knüppel in der Hand gehabt, wa? Wo ist er jetzt? Kommt der oder kommt er nicht? Also er scheint hier nicht hinzukommen, das ist schon mal... Der Hornochse lang. Also sehen kann ich ihn nicht.
Diese Scheiße. So, da haben wir eine Batterie. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Achso, hier sind wir ja gerade reingekommen. Was? Nichts, okay. Nein! Woher kommt der? Scheiße! Wo ist der? Und wo muss ich lang? Ah, hier. Wir laufen. Fick die Hände. Scheiße. Aber freundlich ist er ja, ne? Sagt, wir wissen noch Hallo. Hallo. Okay, was merken wir uns? Keine Batterie mehr im Dunkeln tauschen. Na? Aber wo kam der denn jetzt her, verdammte Scheiße? Oh nein. Nice, da haben wir schon mal den anderen Generator. Jetzt weiß ich nicht, ist es sinnig, wenn ich hier direkt rausspringe? Ich mach's einfach. Egal. Oh Gott, lauf, 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 Junge, lauf! Wo lang? Rechts. Nein! Perfekt. Das haben wir gut gemeistert. Okay, dann. Ja, wir müssen ja noch an dieses Mittelgerät kommen, ne? Da müssen wir jetzt irgendwie noch hin. Ich wechsle jetzt diesmal gleich die Batterie. So. Also sehen kann ich ihn jetzt nicht. Komm schon. Was ist los? Was habe ich denn noch falsch gemacht? Betätige den Hauptschalter, habe ich doch gemacht. Hä? Warte mal, wo kann ich denn die Quest durchlesen? Starte den Generator im Keller neu. Hä, kann man sich hier nirgendwo die Quest durchlesen? Wir haben immer noch irgendwas vergessen. Electric Room, Machine Room. Hä? Fahrstuhl?
Ach, scheiße. Da ist der Arsch. Das Arsch. Die Arsch, keine Ahnung. Ist denn dahinter noch ein Raum? Nee, da war doch keiner, oder? Ey, lauf. Gaspumpen neu starten. Oh nein, ich hätte was. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, was ich vergessen habe. Da waren doch noch Rohre in den Räumen, ne? Batteriewechsel war hier nicht nochmal. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal in die Räume rein. Nein, nein. Nein! Weg, weg, weg! Ah, verdammter Drecksmist. War das hier? Nein, hier bin ich auch falsch. Weg mit dir! Weg! Wir sind dem Tode nah. Scheiße. Scheiße, scheiße. Okay, dann muss ich leider sagen, mache ich jetzt erstmal hier eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann versuchen, die Gaspumpen zu starten, wo immer die sich auch befinden. Bis dahin, ciao!